Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken. Ich wollte schon Day of the Tentacle sagen. Ganz komisch. Ganz falsch. Das ist wirklich ein sehr großer Tempel hier. Ach was. Ich glaube, ich bin hier durch die erste Tür gegangen und hier bis ganz nach hinten und dann war es dunkel, ne? Ha! Ah, warte. Hä? Shit. Ich versuche, falls ihr euch nicht mehr erinnert, gerade mit Annie Sack zu retten, der irgendwo in diesem dunklen Labyrinth hängt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das gar nicht so leicht ist. Okay, jetzt warte mal. Benutze Feuerzeug auf Tunnel, auf Fackel. Ja, jetzt haben wir hier zumindest Licht. Vielleicht finden wir Sack doch irgendwie noch hier so. Die Tür sieht anders aus als die anderen Türen. Feuerzeug benutzen wir auf. Huh. Keine Fackel in Sicht. Ah, warte, hier war eine Fackel. Feuerzeug benutzen auf. Ich weiß genau, dass hier irgendwo eine Fackel war. Oh nein, das wollte ich nicht. Das klappt nicht. Okay, warte mal. Feuerzeug benutzen auf. Hier war... Ah, hier. Okay. Gut. Huh. Gehe zu Fackel, benutze Feuerzeug. Ich hoffe, Räume, die schon hell sind, bleiben hell. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Wartet mal, Fackel. Gehe zu Fackel. So geht es eigentlich viel leichter. Feuerzeug benutze auf Fackel. Ich glaube, ich muss nachher nochmal neu laden. Das ist einfach ein Riesenlabyrinth hier. Ich frage mich, ob man hier irgendwelche... Wahrscheinlich braucht man hier erst irgendwelche Informationen, oder? Vermutlich kriegt man irgendein Item, das einem hier beim Navigieren hilft oder irgendwas. Das ist vor allem scheinbar riesig. Das gibt es doch gar nicht, oder? Meine Güte. Was ist... Durchgang, Tunnel, Fackel. Benutze Fackel mit Feuerzeug. Oho, das sieht aber jetzt schon ein bisschen speziell aus hier, finde ich. Hm. Fackel. Ah, guck mal, ich habe unseren Zack immerhin gefunden. Benutze Feuerzeug. So, jetzt sind beide hier drin und finden nie wieder raus. Yay, bin ich hier an den Rändern? Hey, ist das wirklich, soll ich mal eine Karte zeichnen? Meint ihr, ich soll eine Karte zeichnen? Von dieser macht die Karte... Würde so eine Karte Sinn machen? Da hätte ich jetzt fast Bock drauf. Also da hätte ich jetzt schon ziemlich Bock. Oh, ich hätte mit Annie weitermachen sollen. Wo hat, der hat jetzt sein Feuerzeug sonst wo hier. Ach so.
Es könnte aber wirklich sein, dass ich jetzt quasi am Rand bin. Am Rand. Aha, wirklich, das tatsächlich. Jetzt bin ich vielleicht an den äußeren Rändern und dann wäre das Ganze vielleicht gar nicht so groß. Okay, ich hole jetzt Zettel und Stift. Ich mache das jetzt wirklich. Ich hole jetzt live Zettel und Stift und mache hier eine Zeichnung. Ich habe kurz überlegt, ob ich das so machen kann, dass ihr das sehen könnt mit Paint oder so. Aber ich kann nicht in Echtzeit zeichnen, leider, während ich das einblende. Insofern mache ich das jetzt schnell für mich. Ich bin sofort wieder da. So. Es könnte auch sein, dass ich nicht außen bin, sondern im Zentrum des Ganzen. Ich weiß es nicht. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall ein Blatt Papier. Ich fange jetzt mal klein an und da ich nicht weiß, ob ich im Zentrum oder außen bin, mache ich mal so hier im unteren, ne, in der Mitte irgendwo ein Kästchen. Ein relativ... Naja, ich zeichne die Räume mal als relativ... Ich muss halt jetzt mit der Perspektive immer echt, das ist wirklich schwierig. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das die Grundperspektive ist. Dann hätte ich einen Weg nach oben, einen Weg hier, einen Weg nach rechts. Okay, jetzt gehe ich den Weg nach rechts. Wahrscheinlich bin ich eher im Zentrum, oder? Jetzt bin ich hier durchgegangen, das heißt, der Raum geht jetzt so ein bisschen nach oben. Oh, das ist schwierig. Einer da lang, einer da lang. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe... Okay, ich bin hier reingegangen. Dürfte der Raum jetzt parallel zum vorherigen Raum sein. Und wenn ich jetzt hier reingehe, dürfte das der Raum mit Annie sein. Ha, da haben wir den Salat. Das stimmt schon mal alles überhaupt nicht. Ach, dann vergesse ich meine Karte, glaube ich, jetzt schon. Vielleicht habe ich einfach nur nicht genug räumliches Vorstellungsvermögen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall... Ha, das stimmt. Dadurch, dass man immer nur nach oben gehen kann. Es gibt ja hier unten gar keine Türen. Kann so eine Karte eigentlich gar nicht wirklich Sinn machen. Oh, beziehungsweise sind die Räume immer gespiegelt zueinander. Aber dann ist der ganze Tempel ein Schlauch. Wobei ich nicht genau weiß... Die Durchgänge gibt's ja auch noch. Oh Gott. Nee, das kriegt mein Hirn nicht gebacken. Glaube ich. Oder zumindest nur sehr anstrengend. Mehr Anstrengung, als ich jetzt hier hineinstecken will. Okay, Plan B. F5. Nicht Escape F5. Es ist ein klassisches Spiel. Oh, Geldmangel, Reichtum, Mars... Dumm, die dumm. Hä? Ich muss Hä nochmal laden. Das war eh nicht viel, was wir hier gemacht haben, jetzt wo wir es wissen. Also. Brotkrumen. Benutze blauer Kristall an Fuel. Wirbel, Twirbel, Zauber, Zack. Tot. Die Soundeffekte, wenn er umfällt, sind toll, oder? Ich versuche jetzt mal nochmal was, was ich vorher nicht versucht habe. Ich nehme die Schriftrolle hier. Mit mysteriöser Zauberschrift, die niemand lesen kann im Universum wahrscheinlich, außer irgendwer, den wir treffen. Hoffe ich. Aber jetzt fliege ich nochmal ins andere Auge. Und werde jetzt mal versuchen, die Schriftrolle, Diebschriftrolle zu Druckplatte. Das geht überhaupt nicht. Ja, nee, okay. Drücke Plattform. Kann ich nicht bewegen. Dann fliegen wir einfach zurück zu Zack, bevor die Aliens kommen. Das wäre doof.
Das ist schon cool, dass wir hier Tiere übernehmen können, oder? Wir hätten Sushi übernehmen sollen im Blumentopf. Das wäre eine Lektion gewesen. Gib Schriftrolle zu Zack. Zu Zack. So, macht's gut, ihr Trottel. Nix damit Aliens. Okay. Zurück zum Flughafen und am Flughafen speichere ich dann nochmal. Ich glaube, das ist immer eine gute Idee. Vorm Ticketkauf speichern. Merkt euch das fürs Leben, Kinder. Bevor ihr euch am Flughafen ein Ticket kauft, immer erst speichern. Man weiß ja nie. Ach, das mit der Karte würde ich schon gern machen, eigentlich. Ich habe nur am Anfang, glaube ich, falsch gedacht, aber so ein Blatt hat ja eine Rückseite. Man könnte das schon nochmal versuchen. Bin mir nicht sicher, aber wir können von hier entweder nach Hause oder nach Mexiko. Es geht eh nicht anders. Deswegen würde ich nach Mexiko fliegen. Aber ohne Feuerzeug macht das gar keinen Sinn, nach Mexiko zu fliegen. Ach, schwierig. Was machen wir denn jetzt? Im Grunde müsste ich erst zu... Das ist echt doof gewesen. Okay. Passt schon. Fliegen wir nicht nach Mexiko, sondern nach San Francisco zurück. Zack hat jetzt erstmal das Geld und wie gesagt, zur Not gewinnen wir halt nochmal im Lotto. Müssen wir nochmal ins Bermuda-Dreieck. Waren wir schon in Miami? Das sollte ich auch in meine Notiz schreiben. Jetzt passt auf. Was ist? Mexiko Feuerzeug Tempel ist schon mal gut. Dann kann ich mal aufschreiben, Lima, Vogel, Plattform in Auge, Fragezeichen. Das ist gut, das machen wir. Lima, Vogel, Plattform in Auge. Okay, dann Mexiko, Tempel haben wir, Miami, weiß ich nicht, Seattle. Ich könnte in Seattle das zweiköpfige Eichhörnchen werden. Das sollte man mal nicht vergessen. Ich schreibe mal Zweiköpf-Eichhorn. So. Kristallfragezeichen. Das könnte man machen. Und in Miami waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Fliegen wir nach Miami. Los geht's. $300, das geht. Da können wir ein bisschen hin und her fliegen. Ein angenehmer Flug später. Welcome to Miami. Oh oh. Ist hier gesperrt. Miami wegen Reparaturen. Ganz Miami ist wegen Reparaturen geschlossen. Oh Gott, was ist denn passiert? Miami Reparaturen. Geschlossen. Okay, passt. Na dann, lesen wir nochmal den Terminal. Oder benutzen wir ihn lieber? Aha, jetzt könnten wir nach Kairo. London ist ein guter Schlüsselpunkt. Bermuda-Dreieck. Ich schreibe mal kurz noch auf Bermuda. Bermuda-Aliens. San Francisco daheim. Mexiko. London, schreibe ich mal schnell auf. London ist nämlich, ein Wärter und ein Elektrotor war da, ne? Wächter, Elektrotor war in London, kann ich mich erinnern. Ja, Kairo weiß ich jetzt nicht. Fliegen wir mal nach Kairo. Das ist wahrscheinlich ein bisschen teurer. Aber wir dürften ja noch ein paar, so 8000 haben wir bestimmt noch auf unserer Cashcard, oder? 7, okay. Das ist ganz gut. So ein Notizzettel hilft schon bei so älteren Spielen.
So, Kairo. Kairo war jetzt aber nicht das, wo wir im Gefängnis waren, oder? Oh! Wow, ich habe jetzt schon Angst. Ich speichere vorher, bevor wir hier durch die Wüste wandern. Wow. Naja, okay, gut. Hä? Kairo. Bein. Was? Ah, Swings. Bein der Swings. Aber hier ist irgendwie nix bei dem Bein. Dann gehen wir mal zurück in die Wüste. Ist das ein anderes Bein? Ja. Das andere Bein der Swings, das auch nix ist. Das sieht komisch aus. Ja, genau. Seltsame Zeichnung. Guck mal, hätte ich beinahe übersehen. Lies, seltsame Zeichnung. Okay. Soll ich mal hier auf mein... Ich habe hier einen Zettel noch vor mir liegen. Ich verbinde mal die Punkte. Das wird ein komisches Y, wenn ich... Aber wenn ich alle miteinander verbinde oder die auch noch... dann wird daraus fast ein Würfel, aber halt irgendwie so gar nicht. Ja, nee, keine Ahnung. Aber ich habe mir das Muster der Punkte mal gemerkt. Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Ich schaue es mir nochmal an. So richtig erkennen, was das sein soll, kann man nicht, oder? Hatten wir nicht schon mal irgendwo eine komische Zeichnung in der Eichhörnchenhöhle? Was habe ich in der Eichhörnchenhöhle gleich nochmal mit der komischen Zeichnung gemacht? Damit, mit dem gelben Buntstift, ganz genau. Gut, dass ich dran denke. Ja, fertige Zeichnung. Hä? Ach so, ich muss das wirklich zeichnen. Okay. Benutze gelber Buntstift, auch seltsame Zeichnung. Aha. Okay. Was muss ich hier zeichnen? Es sieht ein bisschen aus wie ein Schlüssel, ne? Jetzt nicht mehr. Okay, das sollte ich vielleicht mal notieren, oder? Kurzer Kasten, langer Kasten, drüber langer Kasten, drüber zwei kleine Kästen und so ein großer Wummel. Es hat nicht geklappt. Ich muss hier irgendwas Bestimmtes zeichnen. Glaube ich. Aber was? Vielleicht einen Schlüssel. Oder etwas, das so ein bisschen aussieht wie ein Schlüssel. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Was könnten wir denn sonst zeichnen müssen? Wahrscheinlich weiß ich das noch nicht, ne? Ja, was ist denn? Benutzen, deswegen. Hier. Was Symmetrisches vielleicht? Für die Kinder? Oder so, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Aber das ist meistens so. Wie wär's denn hiermit? Das sieht doch auch toll aus. Jetzt mache ich nochmal, weil die Punkte sind ja wahrscheinlich nicht zum Spaß da, oder? Ich versuche einfach mal nur die Punkte so direkt wie möglich zu verbinden. So, hier.
Okay, und wenn sie jetzt... Ich versuche noch eine andere Konstellation. Aber mal, eine Sache probiere ich jetzt noch. Was ist, wenn ich alles mache, außer die Punkte zu verbinden? Ich kann ja komischerweise an seltsamen Stellen Linien zeichnen. Ach so, aber nur wenn ich... Ah nee, guck, das ist theoretisch, aber es macht nicht wirklich Sinn, oder? Macht das Sinn? Ich habe das Gefühl, das macht jetzt nicht wirklich Sinn, was ich jetzt mache. Ich meine, keine Ahnung, und jetzt? So, jetzt kann ich keine andere Linie mehr machen, ohne einen Punkt zu verbinden miteinander. Außer hier. So. Passiert trotzdem nichts. Also, schreibe ich jetzt gleich in meine Notiz hier. Kairo. Beinzeichnung. Keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Irgendwas aufs Bein zeichnen. Jetzt muss ich nochmal zum anderen Bein schauen. Nicht, dass ich hier einfach die Lösung des Rätsels übersehen habe. Und hier vielleicht irgendwo so eine Zeichnung ist. Aber nicht wirklich, ne? Hier ist nix. Na, okay. Ah, hier geht's weiter. Aber jetzt ist Schluss, schade. Die hätten die beiden Beine ruhig unterschiedlich benennen können, finde ich. Kann, glaube ich, gut passieren. Oh, können wir in die Pyramide hier? Oh, das sieht verdächtig danach aus. Na, wenn wir hier mal nicht ein Feuerzeug brauchen wieder, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach so, okay. Bevor wir in die Pyramide gehen, das habe ich nämlich vor, speichere ich jetzt aber. Oh, okay, es ist zumindest hell. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Morgen schauen wir uns mal in der Pyramide um, verlaufen uns furchtbar und laden neu. Das ist zumindest mein Plan. Macht's gut. Bis dann. Ciao.